بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, des Allerbarmes, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute weiter mit dem Kapitel Versäumte Tage vom Ramadan nachholen. Und wir sind jetzt beim Kapitel 9.3 angelangt. Und zwar geht es jetzt um den Verstorbenen, wenn ein Verstorbener noch Tage nachzufasten hatte. Sollte jemand sterben und noch Pflichtfasten nachzuholen haben, fastet ein Verwandter für den Verstorbenen nach. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. Wer stirbt und noch nachzufasten hatte, so soll sein Verwandter für ihn nachfasten. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer ganz bestimmten Situation. Und zwar geht es um das Fasten aufgrund eines Nadhr. Das heißt, jemand hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen gegeben zu fasten. Und wenn jemand Allah etwas gelobt zu tun, dann muss er sich daran halten, grundsätzlich. Und in diesem Fall hat die Person Allah versprochen, dass sie fasten wird. Und dann die Person ist gestorben. Und dann kam der Verwandte dieser Person zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn: Muss ich für meinen, also mein Verwandter ist gestorben, was sollen wir für ihn nachfasten? Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Satz: Wer stirbt und noch nachzufasten hatte, für den soll sein Verwandter nachfasten. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob dieser Hadith sich nur auf das Nadhr-Fasten bezieht oder ob dieser Hadith sich allgemein bezieht auf jede Art von Pflichtfasten. Die erste Ansicht wird Imam Ahmad rahimahullah ta'ala zugeschrieben, dass er der Ansicht war, dass es hier um das Nadhr-Fasten alleine geht. Deswegen sagte er, wenn jemand stirbt, obwohl er noch Pflichtfasten vom Ramadan nachholen musste und hat es nicht rechtzeitig getan, wie eine Person, die zum Beispiel krank war und danach nachfasten wollte, aber davor gestorben ist. In diesem Fall sagt er, braucht man für ihn diese Tage nicht nachfasten. Und die anderen Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein, sind der Ansicht, dass auch im Falle des Ramadan man für seinen Verwandten nachfastet. Und gemeint ist damit die Erben von diesem Verwandten. Und der Grund dafür ist eine bestimmte Regel, wie wir solche Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen haben. Und zwar gibt es eine Regel, die wir erst verstehen wollen und dann auch nochmal anwenden wollen. Sie lautet auf Deutsch: Es geht um die allgemeine Aussage und nicht um den konkreten Anlass. Es geht um die allgemeine Aussage und nicht um diesen konkreten Fall oder diesen konkreten Anlass. Auf Arabisch: Al-Ibratu bi'umum al-Lafzi, la bi-Khusus al-Sabab. Das ist eine sehr wichtige Regel, denn aufgrund dieser Regel werden die Ayat im Koran al-Karim, viele Ayat und auch Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, allgemeingültig. Und gemeint ist, liebe Geschwister, allgemein, dass diejenige Ursache, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu gebracht hat, diese Aussage zu treffen, ist nicht die einzige Ursache, für die dieser Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Sondern es gibt auch andere Gründe, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu gebracht hätten, diese Aussage zu treffen. Wir machen ein ganz einfaches Beispiel dafür.
wenn eine bestimmte Aya im Koran al-Karim herabgesandt worden ist, aufgrund eines bestimmten Ereignisses, dann bedeutet diese Regel, diese Aya, beziehungsweise das, was die Aya an Regeln beinhaltet, gilt nicht nur für die Person, für die diese Aya herabgesandt worden ist, sondern für jeden, der die gleichen Eigenschaften erfüllt wie diese Person. Und auf diesen Fall bezogen, wenn jetzt jemand heutzutage ein Nadr-Fasten sich selbst auferlegen würde und angenommen er stirbt, soll dann auch jemand aus seiner Verwandtschaft für ihn nachfasten? Gemäß dieser Regel auf jeden Fall ja. Warum? Weil es geht nicht um den konkreten Anlass, um den konkreten Fall zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es geht um die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat auf diese Frage so geantwortet, also gilt sie auch für jeden anderen Menschen genauso. Ebenso auf unseren Fall jetzt bezogen, der Prophet alaihi salatu wasalam hat die Frage in Bezug auf Nadr-Fasten beantwortet. Die Frage ist, gilt diese Antwort nur für das Nadr-Fasten oder gilt sie auch für das Ramadan-Fasten? Das ist ja genau die Thematik, die wir gerade diskutieren wollen. Und die Antwort lautet, sie gilt auch für das Fasten im Ramadan und für jede andere Pflichtart zu fasten. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet alaihi salatu wassalam in einer Überlieferung gesagt hat, stell dir vor, als eine Frau oder ein Mann ihn gefragt haben, stell dir vor, deine Mutter hätte Schulden. Würdest du sie dann nicht für sie begleichen? Er sagte, oder sie sagte, doch. Daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die Schulden Allahs haben noch größeres Anrecht darauf, dass man sie begleichen sollte. Und diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das Nadr-Fasten mit Schulden verglichen hat, passt auch in Bezug auf das Pflichtfasten vom Ramadan, denn das muss man noch eher erfüllen, weil das sogar eine Pflicht ist, die Allah azza wa jal einem auferlegt hat. Insofern sagen wir, dass man das Pflichtfasten vom Ramadan für einen Verstorbenen nachzuholen hat. Also gemeint sind damit die Erben. Aber wir müssen einen Fall unterscheiden. Wir müssen zwei Fälle voneinander unterscheiden. Und zwar der erste Fall ist, dass jemand gestorben ist, obwohl er noch genug Zeit gehabt hätte, diese Tage nachzuholen. Und der zweite Fall ist, dass diese Person gestorben ist, sie hatte aber gar keine Zeit mehr, diese Tage nachzuholen. Fangen wir mit diesem zweiten Fall an. Eine Person wird also im Ramadan krank und sie bleibt so lange, also kann natürlich nicht fasten, und sie bleibt so lange krank, bis sie der Tod einholt. In diesem Fall muss man für den Verstorbenen weder nachholen, noch braucht man für den Verstorbenen eine Kafara leisten, das heißt eine Sühneleistung machen. Der zweite Fall ist, wenn der Verstorbene nachfasten hätte können, weil erst dann sind es wirklich Schulden, denn er hätte sie begleichen können. In diesem Fall fastet man für ihn nach. Und das ist auch die Ansicht der Zahiriyya und die Ansicht von Imam al-Nawawi und die alte Ansicht von Imam al-Shafi'i und die Ansicht von Al-Qadi Abu al-Khattab al-Shafi'i. Und sie haben den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, als Argument verwendet. Und die zweite Ansicht besagt, dass man nicht für den Verstorbenen fastet im Falle vom Ramadan.
Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Die Malikiya, die Hanafiya, ist auch der Madhab der Shafi'iya und der Madhab der Hanbaliya. Und sie sagen, dass man statt dem Nachfasten für den Verstorbenen, dass man arme Menschen speisen muss, wie eine Person, die nicht hätte fasten können. Und natürlich, das Speisen wird natürlich finanziert aus dem Erbe des Verstorbenen. Und es spielt keine Rolle, wer von den Verwandten dieses Fasten dann übernimmt. Sie können sich auch das aufteilen, wenn es zum Beispiel 30 Tage sind und er hat zwei Kinder und einer von ihnen fastet 15 Tage nach und der andere fastet für ihn auch 15 Tage nach, ist das kein Problem. Es können auch beide, es kann auch einer alle Tage übernehmen. Das ist ihnen überlassen. Wie steht es um die Hajj und den I'tikaf für jemanden, der verstorben ist, nachzuholen? Wir sagen dasselbe, was wir für das Fasten gesagt haben, gilt auch für die Hajj. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, nachdem er gefragt wurde, ob man für seine Mutter nachfasten soll, sagte er, فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. Die Schulden bei Allah soll man erst recht begleichen. Bei der Hajj ist allerdings zuerst nachzusehen, ob die Person die Hajj aus Nachlässigkeit unterlassen hat. Denn wenn sie die Hajj aus Nachlässigkeit überlassen hat, dann nimmt man den Betrag für die Kosten zur Durchführung der Hajj vom Erbe. Denn es war ja ihm auferlegt. Wenn er die Hajj aber nicht hätte vollziehen können, also jemand ist gestorben und er konnte die Hajj nie vollziehen, weil er nie genug Geld dafür gehabt hat. In diesem Fall darf man auch das Geld dann nicht nehmen vom Erbe. Denn wenn man das Geld vom Erbe nehmen würde, würde man den Erben Unrecht tun. Insofern, wenn jemand dann freiwillig etwas zahlen möchte von den Erben, das ist kein Problem. Und wenn jemand anderes das spenden möchte, ist es auch kein Problem. Oder wenn jemand es freiwillig macht, ist auch kein Problem. Aber die Hajj muss in diesem Fall nicht vollzogen werden. Es kann also sein, dass jemand gestorben ist, keine Hajj gemacht hat und niemand für ihn auch die Hajj vollziehen muss, weil sie war ihm nie auferlegt worden. Natürlich gilt, dass diejenige Person, die Hajj für jemand anderes macht, sie muss die Hajj bereits für sich selbst vollzogen haben. Und dementsprechend sagen auch manche Gelehrte, dass es mustahab ist, für jemanden, der verstorben ist, den I'tikaf nachzuholen. Wenn er aber das als Pflicht sich auferlegt hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Was ist mit dem Salah? Das Salah, liebe Geschwister, wird unter Übereinkunft der Gelehrten für niemanden nachgeholt. Handelt es sich um ein Gelübde, wird es richtigerweise auch nicht nachgeholt. Also der erste Fall ist, wenn es um die fünf Pflichtgebete geht, diese Gebete werden für niemanden nachgeholt. Aber wenn es um ein Gelübde geht, dann auch richtigerweise holt man sie für den Verstorbenen nicht nach. Grundsätzlich darf man nur diejenigen Ibadah nachholen, für die es einen Beweis gibt. Und diese sind nur Ibadah, die sowohl von körperlicher als auch finanzieller Art sind, wie die Hajj. Was das Fasten angeht, so würde es normalerweise auch nicht unter diese Kategorie fallen, aber wir haben dafür einen konkreten Beweis. Wenn jemand stirbt und noch Tage hätte nachfasten müssen, gleichgültig, ob er absichtlich nicht gefastet oder aufgrund einer Entschuldigung, so ist es Pflicht für die Verwandtschaft, dafür zu sorgen, dass jemand aus der Familie für den Verstorbenen nachfastet. Wie wir gesagt haben, sie können sich das auch teilen, wenn etwa zum Beispiel 100 Tage
nachzufasten wären. Denn es kann ja sein, dass eine Person leichtsinnig war. Was ist der Fall, wenn jemand nicht weiß, wie viele Tage er vom Ramadan nachzuholen hat? Wenn jemand die Anzahl der nachzufastenden Tage nicht genau weiß, schätzt man auf folgende Art ab. Denn eine Regel lautet, wenn man nicht Gewissheit haben kann, dann also Yaqin haben kann, dann geht man eben zur nächsten Stufe über, nämlich Ghalabatu Dhann, das heißt Überzeugung. Man fragt die Person, zum Beispiel, sind es mehr als 30 Tage? Bejaht er die Frage, dann fragt man ihn weiter. Sind es mehr als 50 Tage? Dann sagt er zum Beispiel nein. Also hat man die Zahl zwischen 30 und 50 eingegrenzt. Und dann grenzt man die Fragen so weit ein, bis man schließlich auf eine Zahl kommt, von der man ausgehen kann, dass sie nicht zu wenig und nicht zu viel ist im Vergleich zu dem, was nachzuholen ist. Und dann baut man darauf auf und fastet diese Tage nach und dann hat man seine Aufgabe erfüllt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wir gehen dann zum nächsten Kapitel über, in dem es über das freiwillige Fasten geht, Siyam Tatawwu'. Allah subhanahu wa ta'ala, wie bei vielen Gottesdiensten, hat er uns die Möglichkeit gegeben, dass wir zusätzliche Gottesdienste verrichten. Denk an die Hajj, denk an die Umrah, denk an das Fasten, in diesem Fall, denk an das Salah. All diese Ibadat, Allah azza wa jal, hat uns einen Teil davon Pflicht gemacht und einen Teil davon hat er uns die Möglichkeit gegeben, sie zu machen, um zusätzlich gute Taten zu ergattern. Denn zum Beispiel, wenn du deine Pflicht erledigst, dann kann es sein, dass du sie nicht auf die beste Art und Weise erledigt hast, sondern sie war mit Mängeln behaftet. Und dadurch kannst du dann die volle Belohnung ergattern, indem du deinen Mangel ausgleichst. Am Tag der Auferstehung wird, wie wir aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen können, gefragt werden, ob der, der eine Pflicht vernachlässigt bzw. nicht vollständig verrichtet hat, freiwillige Taten nachzuweisen hat. Wenn dies der Fall ist, dann werden die Lücken aufgrund der vernachlässigten Pflichten durch die freiwilligen Taten aufgefüllt. Hadith heißt es ausdrücklich, geht es um das Salah. Und danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle anderen Taten werden gleichermaßen behandelt. Das freiwillige Fasten, liebe Geschwister, können wir in zwei Kategorien einteilen. Mutlaq und Muqayyad, das heißt also uneingeschränktes Fasten und eingeschränktes Fasten. Mit dem uneingeschränkten Fasten meinen wir, dass man eigentlich grundlos jeden Tag fasten darf, ohne dass es einen bestimmten Anlass dafür gibt. Du möchtest einfach heute fasten, du darfst heute fasten. Das ist eine Ibadah, die darfst du grundsätzlich jeden Tag machen. Und genauso wie das Salah. Das Salah ist eine Ibadah, oder Dua ist eine Ibadah, oder Spenden ist eine Ibadah. Das sind Ibadat, die man grundsätzlich immer machen darf. Keiner darf dir sagen, du musst zu jedem, in jedem Fall einen bestimmten Anlass dafür haben. Brauchst du nicht. Und dann gibt es aber das eingeschränkte Fasten, das eben auf einen bestimmten Anlass zurückzuführen ist. Eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Begebenheit, wie zum Beispiel das Fasten am Tag von Arafah. Diese freiwilligen Taten sind für den gläubigen Menschen sehr wichtig, weil der gläubige Mensch durch freiwillige Taten die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in einem Hadith Qudsi, وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Und ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann
Ist er deine Augen, mit denen du schaust, deine Hand, mit der du greifst, dein Fuß, mit dem du läufst, und dein Ohr, mit dem du hörst? Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittest, dann wird er dir diese Bitte erhören. Und wenn du bei ihm Zuflucht suchst, dann wird er dir Zuflucht gewähren. Das heißt, eine Person, die ein gottesfürchtiger Mensch ist, die Allah subhanahu wa ta'ala über alles liebt, und deswegen liebt Allah einem ebenfalls. Und deswegen wird man auch dann von Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben belohnt, noch vor dem nächsten Leben. Durch freiwillige Taten bezeugt man auch die eigene Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, logischerweise. Man steigt an Rangstufen auf, vermehrt seine in der rechten Waagschale liegenden Taten und löscht dadurch die Sünden aus. Allah sagte: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Und verrichte das Gebet an den beiden Enden des Tages und in den Stunden der Nacht. Und in den Stunden der Nacht. Die guten Taten lassen die bösen Taten vergehen. Natürlich brauchen wir nicht lange sprechen über die uneingeschränkte Form des Fastens, weil wir gesagt haben, dass man grundsätzlich immer fasten darf. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, auf die wir eingehen werden, inshallah ta'ala. Aber es sind Ausnahmen, deswegen interessieren uns mehr die Ausnahmen als die allgemeine Regel. Aber was uns mehr interessiert, ist natürlich das eingeschränkte Fasten, weil du möchtest ja zu einem bestimmten Zeitpunkt fasten, weil das eine Sunna ist und weil es dafür besonders große Belohnung gibt. Die erste Art zu fasten, oder eine dieser Arten zu fasten, ist, dass man am 13. und 14. und 15. eines jeden Mondmonats fastet. Das sind also diejenigen Tage, in denen Vollmond ist. Auf Arabisch nennt man sie Ayyamul Bid, das heißt auf Deutsch die weißen Tage. Gemeint ist, weil da die Nacht besonders hell ist, weiß ist. Warum weiß? Weil ihr wisst, der Mensch kann mit seinen Augen bei Nacht keine Farben sehen. Er sieht nur schwarz-weiß. Je dunkler es wird, desto schlechter sieht er Farben, und deswegen die Nacht erscheint weißlich. Ja, und deswegen sind die weißen Nächte. Und es ist Sunna, an diesen drei Tagen zu fasten, aufgrund verschiedener Überlieferungen, unter anderem eine allgemeine. Abu Huraira radiallahu ta'ala, oder bleiben wir bei der klaren Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ya Aba Dharr, إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. O Abu Dharr, wenn du jeden Monat drei Tage fastest, dann faste den 13., 14. und 15. Aber es gibt auch zwei andere Möglichkeiten, wie man diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen kann. Ich meine, dass man drei Tage fastet. Denn er sagte sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu: Ausani khalili bi thalath, la ad'uhunna hatta amut, sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr, wa salati dduha, wa nawmin ala witr. Abu Huraira radiallahu anhu sagte: Mein innigster Freund, mein Khalil, hat mir drei Sachen ans Herz gelegt. Ich soll sie, bis ich sterbe, nicht unterlassen. Erstens, das Fasten an drei Tagen eines jeden Monats. Das Duha-Gebet und das Witr-Gebet vor dem Schlafen zu verrichten. Was uns interessiert, sind die drei Tage jeden Monat zu fasten. Und ihr seht, dass, wenn man diesen Hadith, diesen allgemeinen Hadith umsetzen will, macht es keinen Unterschied, ob man den 13., 14. und 15. des Monats gefastet hat oder drei ganz andere Tage. Deswegen, wenn du diesen Hadith umsetzt, darfst du, egal welche drei Tage, fasten. Die zweite Version ist, haben wir gesagt, dass man den 13., 14., 15. fastet, und das ist besser, weil das konkret überliefert worden ist. Und die dritte Version,
ist, dass man die letzten drei Tage des Monats oder die ersten drei Tage des Monats fastet. Das nennt man Ayyam As-Sirar. Und die heißen deswegen Sirar. Sir auf Arabisch heißt, Satara auf Arabisch heißt verdecken. Und sie werden, diese Sirar-Tage werden so genannt, weil der Mond in diesen Tagen nicht sichtbar ist. In den letzten drei Tagen, in den ersten drei Tagen des Monats, da ist der Monat, ist der Mond kaum sichtbar. Natürlich ist er schon sichtbar, aber nicht so deutlich wie an allen anderen Tagen. Aber es gibt schon Zeiten, wo man ihn gar nicht sieht. Und deswegen ist er immer so, am Anfang des Monats kann es sein, man sieht den Neumond, kann auch sein, man sieht den Neumond nicht. Wie gesagt, man darf fasten, wann man möchte, aber diese zwei Versionen sind die bessere Art, es zu machen, weil dann bekommt man zusätzliche Belohnung, inshallah ta'ala, das erhoffen wir uns bei Allah Azza wa Jal. Eine zweite Art des Muqayyad-Fastens ist das Fasten montags und donnerstags. Das ist auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir sehr schön, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umzusetzen. Und die Menschen sind unterschiedlich. Manche von ihnen, sie können im ganzen Monat nur am Wochenende fasten. Denn für sie ist dieser erste Hadith, der allgemein sagt, man darf drei Tage im Monat fasten, ideal. Und sie setzen eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam um. Und für andere Leute, sie haben bessere Möglichkeiten, sie können auch an anderen Tagen fasten. Und auch diese ganzen Hadithe weisen deutlich darauf hin, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verschiedenartig gefastet hat. Das heißt, er hat es mal so gemacht und mal so gemacht. Und all das ist natürlich am besten, dass man es umsetzt. Und so natürlich merkt man sich die Sunna auch am besten, indem man natürlich sie umsetzt. Das ist die beste Art. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, die Tore des Paradieses werden jeden Montag und Donnerstag geöffnet. Dann werden jedem Diener, der Allah nichts beigesellt, vergeben. Dann wird jedem Diener, der Allah nichts beigesellt, kein Schirk begeht, vergeben. Außer einer Person, zwischen der und ihrem Glaubensbruder ein Streit besteht. Es wird gesagt, gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Gewährt diesen beiden Aufschub, bis sie sich versöhnt haben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, heißt es im Hadith Abu Qatada al-Ansari radiallahu anhu, wurde gefragt über das Fasten am Montag, warum man diesen Tag ihn hat fasten sehen. Er sagte, an diesem Tag wurde ich geboren, zum Propheten ernannt und mir wurde an diesem Tag zum ersten Mal offenbart. Deswegen also sagen wir, wer den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern möchte, so hat er in diesem Hadith die Möglichkeit, montags zu fasten. Das ist die richtige Art, wenn du es machen willst. Alles andere ist erfunden und ein Irrtum. Und natürlich, der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat auch darauf hingewiesen, allgemein, dass das Verrichten guter Taten ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die anderen Taten auch mit annimmt. Ja? Und deswegen, warum fasten wir auch an diesen Tagen? Weil die Engel, die zu Allah subhanahu wa ta'ala hinaufsteigen, sie werden von Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, in welchem Zustand habt ihr meinen Diener zurückgelassen? Und sie sagen, wir haben ihn fasten zurückgelassen oder beten zurückgelassen. Deswegen ist es immer entscheidend, immer wie man die Taten abschließt.
Eine weitere eingeschränkte Form des Fastens ist das Fasten im Monat Shawwal, und zwar 6 Tage des Monats Shawwal zu fasten. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, also Shawwal ist der Monat nach Ramadan, der 10. Monat im islamischen Kalender, berichtet radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Wer im Monat Ramadan gefastet hat, oder wer den Monat Ramadan gefastet hat und ihm 6 Tage von Shawwal folgen lässt, der ist so, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Diese 6 Tage, ist gleichgültig, ob diese 6 Tage gefastet werden hintereinander. Man muss auch nicht die gleich beginnen nach dem Eid-Tag. Der Eid-Tag ist am 1. Shawwal. Man muss nicht vom 2. anfangen zu fasten. Man kann auch die letzten 6 Tage im Shawwal fasten. Das ist alles gleichgültig. Selbst wenn man die 6 Tage von Shawwal verteilt auf die Montage und die Donnerstage, darf man auch machen. Ja, also sozusagen am Montag und Donnerstag im Shawwal fasten, dann hat man logischerweise 8 Mal dann wahrscheinlich gefastet, dann wird man auch diese 6 Tage dadurch eingenommen haben. Natürlich, liebe Geschwister, sei an dieser Stelle angemerkt, dass das freiwillige Fasten eine gute Tat ist. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch bessere Taten gibt. Und deswegen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns darauf hingewiesen, dass wenn man zum Essen eingeladen wird, das heißt, dein Bruder oder deine Schwester hat extra für dich sich in die Küche gestellt, stundenlang, und dein Essen zubereitet und ruft dich an und möchte jetzt aus Liebe zu dir dich einladen. In diesem Moment diese Einladung abzulehnen, ist keine schöne Sache. Erstens dem Menschen gegenüber und zweitens das freiwillige Fasten kannst du ja nachholen. Wo ist das Problem? Und drittens, du hast das freiwillige Fasten ja nicht grundlos unterlassen. Und wir glauben fest daran, dass wenn eine Person etwas für Allah Azza wa Jal unterlässt, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala ihm dann stattdessen Besseres gibt. Also sei davon überzeugt, dass wenn du diesen Moment dein Fasten brichst, wegen deinem Bruder, dein freiwilliges Fasten natürlich, weil er dich eingeladen hat, und diese Sache, die dir im Herzen wehtut, du wolltest eigentlich unbedingt diesen Tag fasten, aber du machst es nicht, weil du eingeladen worden bist, genau das ist der Schmerz, ja, warum du auch dann natürlich dafür belohnt wirst. Und dass das inshallah ta'ala bei Allah niemals verloren geht. Und deswegen, es gibt eine Regel, sie lautet: Wenn 2 gute Taten gleichwertig sind, man jetzt nur eine von beiden verrichten kann, die andere aber auch später, dann beginnt man mit derjenigen, die nur jetzt verrichtet werden kann. Eine sehr wichtige und vernünftige Regel. Noch einmal: Wenn 2 gute Taten gleichwertig sind, man jetzt nur eine von beiden verrichten kann, die andere aber auch später, fasten kann man auch einen anderen Tag, dann beginnt man mit derjenigen, die nur jetzt verrichtet werden kann. Wir haben auch mal darüber gesprochen. Eine Person, sie ist in Al-Masjid al-Haram und sie weiß nicht, was soll sie machen. Das Tarawih-Gebet findet gerade statt und sie möchte auch Tawaf machen. Und beides ist eine Art Salah bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Tawaf kann man aber immer machen. Kann man auch nach dem Tarawih noch machen. Aber das Tarawih ist irgendwann mal zu Ende. Also beginnt man mit dem Tarawih und macht danach den Tawaf. Und diese Regel kannst du auf viele Situationen anwenden und dann sehr einfach entscheiden, was besser ist in diesem Moment, was du tun sollst. Dann eine weitere Thematik, und zwar, wenn man die 6 Tage von Shawwal fasten möchte,
passiert es manchmal, dass man noch Tage vom Ramadan nachzuholen hat. Und mit welchem von beiden soll man beginnen? Man soll natürlich mit den Tagen vom Ramadan beginnen, weil das Fasten im Ramadan ist wertvoller. Also kein Mensch, wenn er vor die Wahl gestellt wird, etwas Wertvolles und etwas weniger Wertvolles zu machen, obwohl die Leistung genau die gleiche ist. Du hast zwei Arbeitsstellen, die gleiche Arbeit, da verdienst du mehr Geld. Natürlich gehst du dahin, wo du mehr Geld verdienst, oder? Deswegen soll der gläubige Mensch mit dem anfangen, was mehr Belohnung ihm bringt. Das ist das Fasten, das Nachfasten vom Ramadan. Die Frage ist, darf man es auch umdrehen? Darf man es auch umdrehen? Diese Frage ist eigentlich nur relevant für den Eifrigen, wenn zum Beispiel nicht mehr genug Tage zum Nachfasten, genug Tage vom Shawwal übrig sind. Also angenommen, eine Person, sie war die meiste Zeit des Monats krank. Und jetzt will sie zum Beispiel, sie war 25 Tage krank. Und sie möchte jetzt ab dem zweiten Shawwal nachholen. Wie soll sie dann die 6 Tage fasten und 25 Tage nachholen? Das klappt nicht. In diesem Fall ist eigentlich nur relevant. In diesem Fall natürlich, man darf erstmal die 6 Tage von Shawwal nachholen. Und danach erst die Tage von Ramadan fasten. Und auch darf man das grundlos. Nur wir haben gesagt, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man das machen sollte, wenn der Monat sowieso noch lang ist. Also natürlich, ich meine, es gibt vernünftige Gründe, aber nicht so viele. Ja, es sind abzählbar, wie zum Beispiel eine Person, die nicht viele Tage im Monat fasten kann. Angenommen, eine Person, sie kann nur am Wochenende fasten. Sie kann nur samstags und sonntags fasten, zum Beispiel. Da sind das insgesamt 4 mal 2, sind 8 Tage. Aber sie hat, das könnte sie von Shawwal machen, für Shawwal machen, aber sie hat vom Ramadan noch einige Tage nachzuholen, mehr als 2. Dann hat sie wieder diesen Konflikt. Okay? Und deswegen, es ist grundsätzlich kein Problem für sie, gemäß der richtigeren, stärkeren Ansicht, dass sie erst mit den Tagen von Shawwal beginnt, auch grundlos, also auch wenn sie noch genug Zeit hätte. Und der Beweis dafür, oder der Beweis der ersten Ansicht, dass man sagt, dass man erst Ramadan nachholen ist, die offensichtliche Bedeutung des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er sagte, wer Ramadan gefastet hat und ihm 6 Tage vom Shawwal folgen lässt. Und das bedeutet eindeutig, dass er erst Ramadan komplett gefastet hat und danach 6 Tage hinterher fastet. Und die zweite Ansicht, die bevorzugte, stützt sich ebenfalls auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber sie versteht den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam anders. Und zwar haben wir eine Regel gelernt, die wir auch in diesem Fall wieder anwenden wollen. Und diejenigen, die ihre Regeln immer sich merken und aufschreiben und verstehen, sie können diese Regel sehr einfach anwenden. Und zwar lautet es auf Arabisch: إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. Das heißt, wenn eine einschränkende Aussage gemacht wird, wobei die Einschränkung erwähnt wird, weil dies meistens der Fall ist, spielt das, was man aus der Einschränkung heraus versteht, keine Rolle. Und wenden wir diese Regel auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, so kann man sagen, und natürlich an dieser Stelle muss man vorsichtig sein, wenn jemand sagt, nee, diese Regel akzeptiere ich nicht, das ist jetzt der entscheidende Punkt, dann musst du vorsichtig sein, weil dann hat das Einfluss auf viele andere Regeln. In ganz anderen Bereichen des Fiqh, verstehst du? In ganz anderen Bereichen des Fiqh. Und deswegen ist immer die gefährlich, wenn man springt von Scheich zu Scheich, von Lehrer zu Lehrer, weil dann einmal wendet man das an, einmal wendet man nicht an, der Lehrer versteht sie anders, die Regel, als jemand anders, und da hat man natürlich ein Problem damit. Wenden wir diese Regel auf den Hadith an, so kann man sagen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam empfahl, nach dem Fasten im Monat Ramadan 6 Tage von Shawwal zu fasten. Weil diese Reihenfolge die Regel ist. Ist es die Regel, dass jemand gesund ist, oder ist die Regel, dass jemand krank ist?
gesund. Deswegen wirst du, wenn du eine Zählung machst nach dem Monat Ramadan, wirst du sehen, dass die meisten den Monat, die natürlich die fasten, dass die meisten den Monat komplett gefastet haben und die wenigsten von ihnen auf Reise waren und deswegen ihr Fasten nicht gemacht haben und die wenigsten von ihnen krank waren und deswegen nicht gefastet haben. Deswegen, man geht immer von dem aus, was grundsätzlich der Fall ist. Insofern bezieht sich die Aussage folgen lässt des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht auf die Vervollständigung des Pflichtfastens durch das Nachfasten, sondern eher darauf, dass man die versprochene Belohnung erhält, wenn man sowohl die 6 Tage von Shawwal als auch den kompletten Ramadan gefastet hat. Okay? Beweis. Oder weiterer logischer Beweis. Wenn wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich nehmen würden, absolut wortwörtlich nehmen würden, ohne Berücksichtigung der Regel, die wir gerade eben angewandt haben, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass alle Frauen, die während des Monats Ramadan aufgrund ihrer Menstruation einen Tag mindestens nicht fasten können, von diesem Hadith ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen sind. Warum? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, das heißt, wer Ramadan fastet. Und jeder Mensch, der nachfastet, hat nicht wirklich im Ramadan gefastet, sondern er hat Tage nachgeholt. Das heißt, du hast auch nicht, das heißt auch nach der anderen Ansicht, du hast den Hadith nicht wortwörtlich umgesetzt. Also auch die Gelehrten, die sagen, man soll erst Ramadan nachholen. In dem Moment, wo sie das sagen und dann immer noch die 6 Tage von Shawwal erlauben, um den Hadith umzusetzen, haben sie ihn eigentlich nicht wortwörtlich genommen. Weil die Person, wenn sie nachholt, hat sie nicht im Ramadan gefastet. Okay? Was für eine Frau gilt, dass sie die Tage nicht im Ramadan gefastet haben muss, weil sie dies nicht immer kann, sollte auch für den Mann gelten, oder nicht? Sollte auch für den Mann gelten. Das heißt, wenn der Mann wie die Frau nicht im Ramadan nachgefastet hat, aber insgesamt die Ramadan-Tage vollständig gemacht hat und danach 6 Tage von Shawwal noch hinzugefügt hat zu diesem anderen Paket hinzu, dann sollte er die gleiche Belohnung bekommen wie die Frau. Warum sollte er von dieser Belohnung ausgeschlossen sein? Also, und auch der nächste logische Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier von 35 bzw. 36 Tagen spricht. Denn wir wissen ja, dass eine Tat 10-fach vergolten wird. Und wenn die Tat 10-fach vergolten wird, kommen wir ja auf ein Jahr. Deswegen haben wir ja 36 Tage gefastet, weil sie mal 10/360 ergeben. Deswegen hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, keiner kasiyam al-dahr, ist es so, als hätte man das ganze Jahr lang gefastet. Und das spielt ja keine Rolle, in welcher Reihenfolge man das macht. Denn das Mondjahr hat ca. 354 Tage und darauf kommt man ja, wenn man diese 36 Tage fastet. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, was ist, wenn man nur 35 Tage gefastet hat? Ganz einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, er sagte, dass der Monat Ramadan niemals unvollkommen ist. Das heißt, er wird niemals als unvollkommen gewertet. Das heißt, der gläubige Mensch, wenn er den Monat Ramadan gefastet hat, wird ihm auf jeden Fall die Tat aufgeben, als hätte er 30 Tage gefastet und nicht als hätte er 29 Tage gefastet. Und somit hast du dein Jahr wieder unter Dach und Fach. Was auch dafür spricht, ist die Ausübung mancher uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, und zwar Aisha radiallahu anha. Sie hat es so praktiziert, denn wir wissen von Aisha radiallahu anha, dass sie sagt im Hadith, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Das heißt, manchmal hatte ich noch Tage vom Ramadan zu fasten und konnte sie erst im Sha'ban nachholen. Und
Wir wissen aufgrund einer Überlieferung im Muwatta von Imam Malik, dass sie auch die Tage von Shawwal gefastet hat. Also wissen wir, dass sie das in Anwesenheit des Propheten gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und das ist wie eine Art Iqrar von ihm, alaihi wasallam, das heißt Einverständnis, ohne dass er es tatsächlich sagt, sie macht es, und er bekommt es in der Regel mit, und wenn du daran nicht glaubst, dann zumindest ist es die Handlung eines Sahabi, die nach manchen Gelehrten ein Argument ist. Und auch ist über Aisha authentisch überliefert, dass sie am Tag von Arafah zu fasten pflegte. Also hat sie auch hier ein freiwilliges Fasten vorgeschoben. Eine weitere eingeschränkte Form des Fastens, liebe Geschwister, und dann machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah, ist das Fasten im Monat Muharram. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten, das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten im Monat Allahs Muharram. Und das beste Salah nach dem Pflichtsalah ist das in der Nacht. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Und natürlich, wenn wir die Tage von Muharram betrachten, gibt es davon zwei besondere Tage, beziehungsweise einen Tag, der besser ist als alle anderen Tage vom Muharram, und zwar das ist der 10. Tag, der Tag Ashura. Und der Monat Muharram ist einer der vier heiligen Monate, Al-Ashur al-Hurum, neben den Monaten Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Rajab. Also drei Monate sind heilige Monate, die hintereinander sind, und einer ist alleine. Diejenigen drei Monate, die hintereinander kommen, sind die Monate Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja und Muharram. Und der Monat, der alleine ist, ist Rajab. Und eine Weisheit der Gelehrten, die sie erwähnt haben, ist, dass diese drei Monate nämlich in der Hajj-Zeit sind. Und deswegen, bevor man zu Hajj geht, braucht man Sicherheit. Und deswegen, subhanallah, hat Allah subhanallah diese Sache den Menschen gewährleistet. Weil es ist nicht wie heute. Heutzutage, man steigt ins Flugzeug und in ein paar Stunden man ist angekommen. Aber damals, es war eine Reise von Wochen, vielleicht sogar Monate. Und deswegen, damit es keine Kriege gibt unter den verschiedenen Stämmen, damit die Wege sicher sind, gab es diese heiligen Monate, an denen die Leute sich alle gehalten haben, weil sie alle davon profitiert haben. Auch die Karawanen haben davon profitiert, die Wirtschaft davon profitiert. Und deswegen der Dhul-Qi'da, der Monat vor Dhul-Hijja selbst für die Hajj, und der Monat Muharram danach, damit die Leute auch wieder gesund nach Hause reisen können. Und dann der Rajab mitten im Jahr, kannst du dann nochmal deine Umrah machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.